Du möchtest mehr Stauraum in deinem Pickup? Wir zeigen dir unser modulares System. Hi, ich bin Basti von 321off. Ich stehe hier an unserem Ausbau. Wir haben jetzt extra rausgenommen, damit wir euch den mal zeigen können. Also prinzipiell haben wir den kompletten Fond entfernt. Das heißt, die Notsitze, wir haben einen 1,5-Kabiner, wie ihr sehen könnt, und haben alles hinten mit diesem Ausbau ersetzt. Warum überhaupt dieser Ausbau? Die Grit und ich, wir reisen zu zweit, wir haben keinen Hund und keine Kinder und somit war für uns die Rückbank eigentlich nicht nutzbar, weil wir nie Personen mittransportieren. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir schmeißen alles raus, mehr Stauraum und bessere Gewichtsverteilung. Alle Maße, die Stücklisten und wo ihr überhaupt das ganze Material herbekommt, verlinke ich euch unten. Im Blogbeitrag könnt ihr dann alles sehen, da ist alles verlinkt nochmal und dann könnt ihr dann entsprechend, wenn ihr einen Doppelkabiner habt oder ein anderes Fahrzeug, euch das selbst zusammenstellen und den Ausbau dann entsprechend euren Bedürfnissen anpassen. Der Ausbau an sich besteht aus vier Teilen. Wir haben einmal unten eine kleine Röhre. Wir haben zwei Seitenschränke, einmal für die Fahrerseite, einmal für die Beifahrerseite. Und wir haben in der Mitte eine kleine Box, die wir einfach öffnen können. Das unterste Teil ist eine Röhre, die über die komplette Breite geht. Die Röhre ist auf dieser Seite, wie ihr sehen könnt, komplett offen, auf der anderen Seite nicht, hat Stabilitätsgründe. In dieser Röhre bewahren wir unsere kompletten Campingsachen auf. Das bedeutet ein großer Tisch, ein kleiner Tisch, dann haben wir zwei ganz normale Stühle und zwei Dreibeiner. Und dazu nochmal unser Sonnensegel, was ihr hier sehen könnt. Und funktioniert super, also passt ohne Probleme rein und wir haben noch ein bisschen Platz überall, dass man wirklich nicht quetschen muss. Auf dieser Seite haben wir unser Frischwasser deponiert. Also wir haben zweimal 15 Liter Frischwasser und haben hier nochmal so ein paar Spanngurte, was man sonst noch so braucht. In diesem Regal haben wir nochmal einen Einlegeboden reingesetzt, dass wir einfach oben nochmal ein bisschen mehr Stauraum haben. Wir haben jetzt hier unseren Feuerlöscher, unseren Spaten, eine Axt, eine Säge und eine Hängematte. Und ganz wichtig, wir haben überall die Anti-Rutschmatten drunter. A, dass es nicht klappert und B, dass einfach die ganzen Sachen während der Fahrt nicht rumrutschen. Auf der anderen Seite haben wir hier einmal komplett offen. Wir haben jetzt hier die Weithalstonne drin. Die hat bei uns die Funktion einmal A als Wäschesack und B auch als Waschmaschine. Zusätzlich dazu haben wir nochmal ein paar Utensilien hier verstaut, auch Expandergurte, Dinge, die man einfach schnell braucht. Und in der Mitte haben wir nochmal eine Klappbox. Die geht ganz einfach auf. Hier haben wir jetzt unseren Medikamentenschrank, unsere Wasserfilter und so weiter und nochmal eine Hängematte mit drin. Wir haben zwei und haben noch extra Stauraum, also wenn man irgendwie was dazwischen lagern muss. Die mittlere Box, wie ihr sehen könnt, ist nicht so hoch wie die zwei äußeren Schränke. Hat einfach den Grund A, man muss sie irgendwie aufbekommen. Also hier oben ist dann ungefähr der Dachhimmel. Und B, dadurch, dass wir sonst keinerlei Stauraum mehr haben in dem Fahrzeug, haben wir hier einfach nochmal eine Fläche für Jacken oder für irgendwas, was man sonst während der Fahrt benötigt oder dann, wenn man kurz rausgeht. Unsere Schränke haben unterschiedliche Maße, wie ihr sehen könnt. Also die Röhre hier unten ist die breiteste, hat einen Hintergrund, der Sitz an sich hat ungefähr diese Form und wir haben unten dadurch nochmal ein bisschen mehr Stauraum. Und die zwei Schränke sind ein bisschen kürzer als die mittlere Box, hat auch einen Grund. Zum Beispiel unsere Duschkabine für außen bewahren wir hier hinterm Sitz auf. Und wenn es jetzt gleich lang wäre, hätten wir hier keinen Stauraum mehr. So sieht jetzt ein Schrank leer aus. Also hier ist normalerweise die Weithalstonne drin. Und wir haben überall auch diese Filzgleiter. Einfach, weil ich es absolut hasse, wenn während der Fahrt irgendwas klappert. Also das macht mich verrückt. Und deswegen haben wir überall, wie gesagt, diese Anti-Rutschmatten und diese Filzgleiter dran. Die Weithalstonne wie auch drüben die Frischwassertanks, die sind alle mit Spanngurten befestigt, also ganz einfach funktioniert. Alle vier Elemente sind untereinander verschraubt. Also hier haben wir einmal vier Schrauben praktisch zur mittleren Box und fünf Schrauben zu der unteren Röhre. Ganz normal mit Linsenkopfschrauben und hier am Gegenpart haben wir dann jeweils so Holzmuttern, also die man
Da bohrt man praktisch vor, setzt die mit rein und hat dann einen ganz normalen Gegenpart, was dann auch hält. So sieht unsere Rückbank jetzt ohne den Ausbau aus. Also wir haben hier einmal eine Grundplatte, auf der der Aufbau praktisch aufsitzt. Das ist alles komplett ausgespart. Wir haben hier in den beiden Fächern, wo normalerweise die Rücksitze sind, unser Werkzeug und so weiter drunter, haben die hintere Spritzwand oder die hintere Wand nochmal extra gedämmt, weil die sehr schallintensiv ist und einfach so ein komplettes Vibrieren nach vorne bringt. Und der Aufbau oder der Ausbau selber ist einmal hier unten an der Grundplatte festgeschraubt und hier hinten an zu Gummipuffern. Warum haben wir jetzt Gummipuffer genommen? Ja, sie haben einfach Zugkraft, nehmen sie jetzt nicht wirklich auf, aber sie gleichen das aus, weil das Fahrzeug windet sich. Die Grundplatte ist an originalen Befestigungspunkten verschraubt. Also wir haben jetzt hier insgesamt 4 Senkkopfschrauben mit drin. Und hier ist normalerweise der Gurt bzw. der Rücksitz festgeschraubt. Unser Ranger hat hinten nochmal eine 12-Volt-Steckdose. Und da haben wir auch ganz einfach an der unteren Röhre hier eine Aussparung rausgefräst. Und somit kommen wir auch ganz normal an die 12-Volt-Steckdose ran. Also falls ihr hier auch eine 230 Volt habt, denkt dran, mit der Röhre selber kommt man ohne Aussparung nicht mehr hin. So, und jetzt zeigen wir euch, wie man das alles einbaut. So, wir haben jetzt alle Teile wieder reingesetzt und ihr könnt jetzt sehen, hier hinten ist praktisch an der Rückwand fest und mit einfachen Linsenkopfschrauben schrauben wir das jetzt einfach zusammen. So, wir haben jetzt alles fertig eingebaut. Der Ausbau und der Einbau hat jetzt ca. 20 Minuten gedauert. Die Elemente unter sich sind mit 30 Schrauben miteinander fixiert. Also das heißt, zum Beispiel dieser Schrank ist einmal mit der Grundplatte und einmal mit der mittleren Box verschraubt. Und so zieht sich das praktisch durch. Und einmal praktisch hinten noch an der Rückwand. Wenn euch dieses Video zu dem Ausbau gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Falls ihr Fragen dazu habt, egal welcher Art, schreibt es unten in die Kommentare. Ich beantworte sie euch gerne. Und im nächsten Video zeigen wir euch, was wir alles in dem Ausbau drin haben und warum.